Hallihallo Zocker und YouTuber, da sind wir wieder in 7 Days to Die, der Mr. Fleck und... Ja, los! Die Galle! Und Jenny. Frau Jenny ist das. Frau Jenny. Ja, wir machen gerade einen Ausflug. Wohin gehen wir denn? Was haben wir gesagt? Ins Westerndorf. Weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber ich laufe gerade in einen wunderschönen Sonnenaufgang. Jetzt beachtet er ihn wenigstens mal, weißt du noch? Die letzte Session war so, oh ja. Oh nein. Diese Session. Was ist los? Oh nein. Oh nein. Mach mal weiter, ich komme gleich wieder. Ich glaube, ist jetzt ab bei Jenny. Ich glaube, sie ist gefrozen. Ja. Aber sie sieht echt hübsch aus. Du kannst auch, wenn du möchtest, diese andere Dame mal nehmen. Dann kann uns Flecki wenigstens auseinanderhalten. Was hat sie denn ich da? Kann ich gleich Guck mal umstellen. Ganz genau, was sie da gerade in der Hand hat. Warte mal. Siehst du das? Kannst du das sehen? Das ist Ham. Geh rutsch mal ein Stück, dann sehe ich das vielleicht. Da steht sogar drauf, was drin ist. Warte mal, man kann... Jetzt drück doch nicht so, Flecki! Geh doch mal weg da. Mann! Ich will das raus. Geh doch mal weg. Schön, dass ihr euch amüsiert über mich. Da ist ein Hirsch. Moment. Da steht... Ich habe keine Ahnung, was da drauf steht. Oh Mann, warum? Nein, was ist da für... Ich will das nicht. Jenny, wir sehen dich gleich. Wir gehen mal den Hirsch jagen. Wir haben jetzt Zeit. Ja, macht mal. Ich versuche mal, mich wieder zurückzukriegen. Ich gehe mal kurz an die Autos. Vielleicht finde ich da irgendwie Muni oder so, weil ich habe absolut nothing. Nada. Nientes. Warum? Ich funktioniert gerade gar nichts mehr. Hier ist ein Extrem. Nein. Ich habe ihn erlegt. Ich bin ein Mann. Ja, und was machst du jetzt mit dem Fleisch, mit dem rohen Fleisch? Mitnehmen. Habt ihr noch Money? Die haben noch Money. Ha. So. Ich hab 13 Hirschfleisch. Kann man aus den tollen Fällen... Jetzt stinkst du auch noch. Geh bloß weg. Achso, irgendjemand hat ja mal gesagt, ich soll nicht das ganze Fleisch im Inventar mit mir rumschleppen. Ja, du siehst doch auf der Karte, dass du stinkst, Flecki. Einfach, geh dich mal waschen. Leute, ich muss mal ganz kurz, mein PC hat sich so gerade eben aufgehängt. Ich kann weder über Taskmanager 7 Days schließen noch sonst irgendwas. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, mach das. Sollen wir eine Pause machen oder sollen wir weitermachen? Macht einfach weiter, ich komme gleich wieder, es dauert. Okay. Flecki, stinke wirklich. Ja, ich sag's doch. Du riechst wie Sau. Also, weil du eine Sau bei hast, einfach. Ja, genau. Wir gehen nach Süden. Habe ich das richtig verstanden? Komm, wollen wir das kleine Häuschen da looten, was da über der Brücke ist? Komm, das machen wir mal. Da ist ein Häuschen? Wo ist denn da ein Häuschen? Ja, da, hier gleich links und so. Guckst du, machst du Augen an. Ich treff das dumme Ding nicht. Boah, 4 Schuss, 5 Schuss. Mann, wann geht der denn drauf hier? Dort. Dann muss ich jetzt die Axt nehmen. Achso, du hast noch eine Wumme, ne? Ja, aber auch nur, was gerade im Schuss drin war, weil was ich keine Mutti hatte. Was für Munition? Die 9mm entweder oder Schrot. Ja, da ist eine 9mm. Hier müsste es irgendwo rumliegen. Ja, ich hab's aufgesammelt anscheinend. Warte, Flecki. Flecki, geh aus dem Weg, dann... Oh! Mensch, Digga, mach das nicht so wild. So, ja, Taschenlampe. Geh ich mal ins Auto und guck mal, ob wir hier irgendwo eine Waffe finden. Möchtest du übrigens eine Taschenlampe haben? Sag mal. Nee, ich hab eine. Ja. Ah! Gott! Da ist mal kurz nicht da und dann kommt man wieder und dann schreit einer. Nein. Das kann nur Flecki sein. Das ist... Komm mal. Ich hab Kretze. 1, 2, 3. So. Ich bin verstrahlt. Verstrahlt. Also dieses Biohazard-Dings, tralala. Ja, du bist infiziert. Und dann krieg ich was? Dann bist du in 8 Tagen tot. Tut mir leid, Flecki, also... Tja. Das ist aber bedauerlich. Ja, dafür kann ich jetzt aber auch nichts. Kannst du die mal erschießen, alle da, und ich muss da looten. So. Ja, renn mir doch noch ins Schussfeld, weißt du? Hol dir lieber mal eine Fackel oder so. Damit könntest du mich wenigstens ein bisschen unterstützen. Ich, immer. Jedes Mal. Hier ist ja nur Mumpitz drinne. Oh, was ist er denn für einer? Ein Torso. Was willst denn du mit dem Torso? Oh, Flecki, nimm das ganze Essen nicht mit. Lass es einfach. Lass es. Huch, da liegt ja noch einer. Da ist das Bernd und Rüdiger. Die haben es leider nicht geschafft. Bernd und Rüdiger? Wer sind Bernd und Rüdiger? Bernd.
Mit Benz brennt. Ach so. Ich glaube, die Geschichte kennt Flaggy nicht. Nee, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich habe auch langsam überlegt, ob da der Wahnsinn aus dir sprach. Ich habe eine Mütze gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was mache ich mit einer Mütze? Soll ich jetzt die Bären-Bären-Geschichte erzählen oder nicht? So. Gut, da seid ihr schon. Ich komme. Und ich habe Home-Maintenance gefunden. Ich habe ein geiles Bild aufgesammelt. Was hast du gefunden? Teaches you how to make a tool for repairing structures. Ja. Ist okay. Ein Rezept, Mensch. Ja. Mal, ich hab ein Rezept gefunden. Oh. Ach, sehr schön. Ich sehe euch und pass ich sehe auf, einen. Ich lerne das mal jetzt. Flecki, wärst du echt mal bitte. Du hast du jetzt immer noch das Fleisch in deinem Inventar? Ja. Hau das mal raus. Mach das weg, du stinkst. Ich riech das bis hier. So, jetzt ist das Fleisch weg. Hast du gehört, 13 Vengeance. Ja, 13 mal Fleisch mit. Oh, das ist ja ärgerlich. Was mache ich mit einer Skullcap? Ich weiß, was ich nicht gemacht habe. Ich habe eine Mütze auf. Ich bin glücklich. Ich habe übrigens was Tolles gerade eingesammelt. Ein wenig was für unser Home. Ich weiß nicht, ob sie das hier gerade in der Hand hält, ob man das sieht. Flecki, guck mal. Bisschen. Alter, wie so aussieht. Wie sehe ich denn aus? Guck mal hier. Seht ihr? Nein, ich hab sie nicht kaputt gemacht. Oh, scheißen Dreck. Meine lieben Leute, wollt ihr beide euch mal diese Kiste hier angucken? Ja. Was? Okay. Hier hinten. Ah, das ist eine Dingsbumskiste. Damit sich die Leute nicht beschweren wieder. Würden sie übersehen. Das ist doch keine Beschwerde. Sie weisen uns nur höflich darauf hin, dass wir Supplies haben liegen lassen. Wo denn zum Teufel? Ich sehe euch nicht. Hier hinten. Guckst du Karte? Auf der Karte sehe ich euch auch nicht. Ihr seid weg. Komm doch mal auf die Straße. Ich bin jetzt auf der Straße. Sag mal, wollten wir nicht zum Westerndorf? Das kann doch nicht sein. Ja, da können wir auch gerne immer noch hin. Ich richte mich mal aus. So, da lang. Flecki. Warum sehe ich euch denn nicht auf der Karte? Hilfe! Warte, wir müssen. Nee, das hält er nicht. Doch, natürlich. Alter Schwede, Flecki. Hallo, tipp. Ich lade dich nochmal als Freund ein. Vielleicht siehst du uns nicht dann. Achso. Soll ich das auch nochmal machen, Flecki? Ja, es kann sein, dass Friends? Das. Friends. Mr. Flag, du bist bei mir schon. Accept. Friends. Oh, da kommt eine Zombie-Horde. Los, wir sollten weiter. Flag, dreh dich nicht um. Mach ich nicht. Jenny! Ja, ich bin hier vorne. Ja, ich rate zur eine. Hinter uns kommt da so eine 30-Mann-Armee. Was redet ihr denn? Cool. Da ist doch gar nichts. Oh Mann, Flaggy. Das ist ja da hinten am Haus. Ich muss mir mal kurz eine Miso-Suppe reinpfeifen. Oh, apropos, mach ich auch. Wollen wir zusammen trinken? Pasta. Chicken. Oh Gott, das. Sag mal, du bist losgegangen wieder mit dem ganzen Inventar, ne? Voll. Ja. Mach dein Inventar leer. Es ist normal, Freunde. Regt euch nicht drüber auf. Ich schreibe ihm das, jeden Part schreibt die ihm das. Dennoch fehlt mir was Wichtiges, nämlich Wasser. Also ich habe eine Flasche und die kann ich leider jetzt ein Fluss. Nicht. Ich habe 8. Nein. Du kannst davon trinken, wenn du nichts in der Hand hältst mit rechter Maustaste. Aber Wohl. Nichts, wenn du nichts in der Hand verlierst hältst. Verlierst aber Stamina. Ich bin jetzt übrigens ein Prediger und taufe in diesem Fluss. Ja, hast du schön gemacht. Möchte wer getauft werden? Ist das da hinten ein Preiselbeerbusch? Was? Nee. Hinter dem Haus eben, hinter dem ihr drin wart, das ist ein ganzes Blumenbeet voll mit Blaubeeren. Toll. Und wieso habe ich das wieder verpasst? Nicht so weh. Rotkäppchen ging in den Wald, um Blaubeeren zu pflücken. Bommelche. Gelbe Blumen. Wo müssen wir denn? Sind wir hier richtig überhaupt? Sag doch mal was. Südost? Ja. Du machst das schon, ne? Gut.
Wo ist eigentlich meine Ausdauer hin? Oh, das hat sie dir gerade erklärt. Durch das Trinken aus dem Fluss, weil das dreckiges Wasser ist, verlierst du Leben. Das und Lehm. Du verlierst du Lehm, Mensch. Und, Fleck? Ja? Hier ist eine Kiste für dich, hier darfst du mal reingucken. Ich guck in die Kiste rein. Flecki, Flecki, go, go, go. Ach, da, ach da, ist das so eine Erdrop-Kiste? Richtig. Erdrop. Was ist das hier? Müll. Trash. Nee, das ist gar kein Trash, da war ein Painkiller drin. Trash Tasmania und so, weißt du. Und? Da ist schon wieder ein Rezept drin, schon wieder eine Home-Maintenance. Ja, dann lern die doch mal. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Die Hand nehmen und dann rechtsklicken. Mach's einfach mal. Mach ich mal. Ich hab schon eine. Nimm du die mal raus. Was gelernt. Alles hat sich zusammengefallen. Ein Rezept gelernt. Home-Maintenance. Hab ich jetzt eigentlich eine Basecap auf dem Kopf? Ja, ich bin einfach so schlauer geworden. Ja, hast du. Wie kann man in die dritte Person schalten? Ich will meine Basecap sehen. Ich weiß es nicht mehr, irgendwie F5, F6, aber musst du gucken, dass davon jetzt nicht was belegt ist oder so. Eben, da drücke ich lieber nicht drauf. können wir uns mal wieder sammeln? Ich renne mal zu Jenny runter. Ich sammle mich. Moment. So, Jenny, Frau Jenny, wo geht's lang? Sagen Sie an, Madame. Ja, wir sind so auf dem richtigen Weg. Ah ja, gut. Gelbe Blume. Gelbe Blume, gelbe Blume. Oh. Grunzender Zombie. Grunzender Zombie. Gelbe Blume. Wir gehen jetzt in die Westernstadt. Ja. Richtig, immer gibt's noch. Gibt's da auch Fahrgeschäfte? Was waren das für Geräusche? Wenn du Glück hast. Fahrgeschäfte mit netten Passagieren, die Brains schreien. Brains. Was machst du für Geräusche? Jenny stirbt wieder, es ist die PZ-Masche, ist alles okay. Oh, da hinten ist schon wieder eine Supply-Kiste. Guck mal. Guck. Ich brauche eine Knarre. Schnell, hinrennen. Oh Gott, Flecki holt uns ein. Schnell. Oh, das ist gar keine, das ist ein blöder Baum. Alles klar. Mann, voll enttäuschend. Vogelnest. Warum rennen wir eigentlich querfeld ein? Was Schönes. Weil wir die Natur genießen wollen. Und so frische Luft und matschiger Fußboden. Hier ist alles verstrahlt. Hier ist keine frische Pilze Luft. Am Straßenrand. Oh, ein Bommelschirm. Die brauchen echt immer zwei Schuss, ne? Diese Schmoine. So, ich hol mir jetzt Wasser aus dem Dingsbums. Ah, Munition. Ich bin glücklich. Gelbe Blume. Ammunition. Flecki. Hier ist noch Schrotmunition drin. Wie viel Muni hattest du mir gegeben? Ah, ja doch. Geht noch. Was ist das? Ein Vogel? Müssen wir jetzt den Fluss überqueren, Jenny? Nein. Hast du dann eine Supply-Kiste gefunden? Nein. Doch. Nein. Hast du? Hat sie? Nein, das ist nur ein Baumstamm. Oh Mann. Wie füllt man Wasser nach? Ich will das füllen. Dann nimmst du deine Glas-Jar in die Hand und dann drückst du rechte Maustaste. Das ist nicht mehr nötig, ich hab's schon gefüllt. Also. Eine Kiste. Nee. Das ist keine Kiste, das ist ein Baumstumpf. Stumpf. Meine Lieben. Und jetzt kommen wir zu dem Ort, wo ihr das Dach habt einstürzen lassen. Oh, die Kirche. Oh, ja, lass uns zur Kirche gehen. Ja, da müssen wir ja auch dran vorbei. Mit massenweise Zombies. Oh, ich will der alten Zeiten willen, muss ich da nochmal rein. Um der alten Zeiten willen, willst du das Dach nochmal einstürzen? Guck mal, Flecki, wie viele Bäume hier damals standen. Ja. Dann kam Flecki und es gab keinen Baum mehr. Dann waren die Bäume alle weg. Jetzt muss ich ihn auch wieder retten. Sag mal, ist hier immer noch der... Genau, Mad Mole ist hier schon wieder begraben. Und hier auch. Und da. Und da ist auch nochmal Mad Mole. Eine Schaufel, das will doch keiner haben. So, was ist das? Eine Batterie will auch keiner haben. So, gehen wir doch mal rein. Ein Hirsch! Meine Lieben, kommt zu mir. Und, we sing hallelujah. Sing hallelujah, yeah. So, wir hören auch den Flecki gar nicht zu. Ist geil. Ey, hier ist ein Bommel.
im Gotteshaus. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's umgebracht. Ja, warum? Boah, ist traurig. Eine Schweigeminute für Bommelsch. Jorle. Ja? Jorle. Was ist denn? Flaggy ist gleich schon im verbrannten Gebiet. Ist das gut oder schlicht? Ja, weiß ich nicht. Ja, was macht er denn da? Wir müssen da jetzt hin. Wir wollten ins Westerndorf. Aber warum? Glaube ich da richtig? Ja, so halbwegs. Ich wollte noch... Nein. Sehr schön. Blöde Viecher. So, das war unsere Kirche, Freunde. Ne? Falls ihr euch noch erinnert, das waren Zeiten. Wo seid ihr denn da? Ach so. Ich habe Hunde gefunden. Wartet doch mal auf mich. Ich hab dir gerade gesagt, dass wir hier hinten sind. Ich wollte noch eine Schweigeminute für Bommelscher einlegen. Den habe ich auf dem Altar, habe ich ihn niedergestreckt. Was, den Hund? Oh. Nee, jetzt ein Bommel. Nicht. Mann, ein Bommel. Oh, Airdrop. Jetzt sehen wir ihn mal. Echt? Ich sehe ihn. Da ist er. Airdrop. Oh, schnell, Flaggy. Ich bin drin ausgepowert. Es sind drei. Jeder nimmt einen. Ich nehme die mit. Ich den links. Los, komm, noch mehr trinken. Hier liegt Kohle auf dem Boden. Ich laufe. Scheiß auf die Kohle. Gott, das ist aber noch weit. Wie weit ist denn das weg? Das ist ein bisschen, glaube ich. Ich glaube auch. Hi Doc. Haha. Hallo Hund. Na, wie geht's? Ich komme noch mal später wieder. So, Dinner zu zweit und so. Nimm du die Hunde mit. Brauch die nicht. Aber so weit ist es gar nicht mehr. Ich nehme den in der Mitte. Ich bin viel schneller als ihr. Oh, hier fängt die Wüste an. Hi. Ne? Das war Herr Meier gerade. Ah, Herr Meier. Mhm. Na? Das war der Ackermann. Das pfeifen wir uns erstmal rein hier. Oh nein. Nein, ich bin gleich da. Nicht, nein. Weiter. Nein. Was denn? Was hat sie denn? Ich hab hier ein Camp und der landet genau beim Camp und Camp heißt Zombies. Also ich bin bei meiner Kiste. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gemacht habt. Ich hab meine Kiste. Ich bin auch bei gleich. Meiner Kiste. Aber ich habe. Nice. Oh, Essen. Cobblestone Rocks. Diese Rebar Frames. Okay. Aber ich werde das Essen Tatsache nicht mehr mitnehmen, weil wir haben zu viel schon davon. So, was haben wir hier drin? Jo, jetzt liegt das Essen hier, macht aber nichts. Wir haben davon echt genug. Schreit mich nicht an. Oder schreit mich halt an. Mach mal nicht. Ah, okay. Flaggy, wie sieht's aus? Ja, was denn? Was hast du denn bei dir? Tonnenweise Munition. Und ein... Munition? Ein Iron Helm Schematic. Das nehmen wir mal mit. Da kommt... Oh. Kann ich mir einen Helm auf den Kopf setzen? Komm, ich werde dich mal retten hier. Ja, mach das mal. Warum bist du denn schon hier? Ja, ich bin halt die flotte Lotte. So, ein Iron Helm Schematic. Jetzt gucke ich mal, ob ich den bauen kann. Was mit? Ah, das machen wir später. Nein, ich... Papier, das ist Papiervereinbarung, keine Sau. Ich bin doch keine Sau. Schon. So, jetzt habe ich das Camp sauber. Kann ich irgendwas mit dem Broken Glass machen? Ja. Jetzt habe ich hier noch Essen. Ah ja, ein Himmelreich für Wasser oder so, ey. Oh, Flaggy, du hast schon wieder alles liegen lassen hier. Was denn? Was habe ich denn liegen lassen? Aus deiner ganzen Supply-Kiste. Ja, dann nimm das doch Wasser, mit. Wasser. Hab ich gemacht. Zwei, Wasser. Essen. Oh Gott, Hilfe. So, ich glaub, wir haben's. Rucksack, okay. Da ist Soup drin. Soup nimm ich mit, das wird ja beides auf, bekanntlich. Mach mal, pfeif dir mal rein. Doch, das geht schon. Flaggy, jetzt... Bist du denn jetzt nicht wegrennen hier? Ich bin doch hier. Easy going. Ja, mach mal nicht so ein Scheiße jetzt hier. Oh, ich hab ne Munitionsbox. Glaube, wir müssen mal zu ihr gehen. Ich glaube, wir haben es verstanden, Jenny. Wir gehen mal über dieses geile Smooth Terrain. Aber war nicht hier drin. Aber wo bist du? Na, das ist schon die richtige Richtung. Das wird schon. Schulter geschossen. Flaggy, ich kreuze, aber es war zu spät. So, ja, du bist da hinten. Du. Hier ist eine riesige... Was ist das denn? Was denn? Was ist das denn? Hier ist eine riesige Grube, guck mal.
Was ist hier passiert? Ich würde mal sagen... Sind wir in Nevada, im USA, Atomgebiet oder sowas? Ja, the hills have eyes. Maha. Irgendwo hier muss es sein. Da unten sind Wagen. Guck, das ist wirklich the hills have eyes. Guck mal, hier sind die ausgebrannten Wagen. Ja, weißt du übrigens, dass sie ihre eigenen Leute, die haben die... Ups. Haben die immer mit Freuden reingeschickt und so nach dem Motto, oh, mal gucken, was passiert. wo bist du gerade thematisch? Atom. Das Atomtestgelände von den USA. The hills have eyes. Da ist ein Zelt. Was macht dein Zelt? Ich bin's nicht. Schießig auf mich. Ich hab's nicht verdient. Ach, ich hätte auch beinahe gerade. So, wo ist Moni? Die habe ich eingesammelt. Das war 10 mm. Ich habe jetzt 104 10 mm bei mir. Ich glaube, damit kann ich. Wer? Achso, 10 mm habe ich auch. Das hat sie ja schon alles. Damit? 10 mm ist, glaube ich, für die Submachine. Achso, die habe ich ja eh nicht. Kleine. Hallo, Big Pack. Okay. Ich möchte Aloe Vera haben. Ach, da, Munitionsbox, ja. Oh Gott, ich krieg Schluck auf. Hilfe! Ah, ja. Ich krieg Schluck auf. So, wenn ich mir jetzt kein Wasser kriege, dann mache ich Yucca Juice eben. Yucca Juice. Okay. Press to use. Nee. Ich bin der König der Welt. Wollen wir weiter? Ja, ja. Wohin? Wir folgen ihr einfach. Los, Flaggy. Into the light. Sie rennt den Berg rauf wie eine Gazelle. Ja, das geil, den geilen Smooth-Terrain. Oh Gott. So, ich renne auch den Berg rauf, allerdings nicht wie eine Gazelle, weil ich kein Wasser habe. Wie eine altersschwache Gazelle. Also ein bisschen was habe ich hier noch, wenn du möchtest. Röchel. Ich muss übrigens mal was essen, sonst gehe ich so drauf wie Jenny. Und da fängt sie schon an. Das Ganze in die Uhren nachzustellen, ehrlich. Das ist cool, ne? Was ich so alles kann. Wasser! Wasser! Ich hab warte, Wasser, komm her. Wasser! Ja, warte, Flecki, komm. Wasser! Ich hab schon Halluzinationen, ich sehe Wasser. So. Ich hatte mal eine Halluzination in Ägypten. Ach, wisst ihr übrigens, pass auf jetzt hier. Bewegst dich noch, du kannst aufstehen. Wisst ihr übrigens, wie die Ägypter zu ihrem Land gekommen sind? Nein, also, das ist jetzt irgendeine Scherzfrage. Ja, nein. Okay. Ich erzähl euch das, pass auf. Ja, sag an. Ich hab den Witz schon mal erzählt, ich bin mir nicht sicher. Sag doch, es ist ein Witz. Also, nein, ist kein Witz. Also, pass auf, der Pharao hat ein neues Land gefunden und hat natürlich überlegt, wie soll er das Land nennen. Weißt du eigentlich, von welchem Wort Pharao kommt? Von Pharao und O? Nee, von dem ägyptischen Per-A-A heißt das. Boah, ich will Haus. Witz erzählen und sie klugscheiß hier. Aber wir müssen übrigens die Folge beenden. Das ist mir egal, ich erzähl jetzt den Witz. Also, ja, sag jetzt. Dann fragt er seinen Berater, wie soll das Land heißen? Ja. Und dann sagte der Berater, Ägypten. Und dann sagt der Berater, so soll es sein, Ägypten. Und der Berater sagt, was? Fand ich gut, Flecki. Fand ich, war wirklich... Der war fast so gut wie Gandalf, komm. Ja, Gandalf, der war gut. Oh, warum ist hier Stacheldraht? Gandalf. Damit du reinlaufen kannst. Nein, ich hab alles aufgenommen. Das wollte ich nicht. Nimm die Chili wieder, es will kein Mensch. Nimm das wieder, es will auch kein Mensch. Hier, Broken Glass, wer braucht sowas? Raus aus meinem Inventar! So. Flag! Holy shit! So, Freunde, wir beenden mal an der Folge, an der Stelle, die Folge, wollte ich sagen. Und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Chaos Trio und so, mit den beiden Ömmelsen da. 7 Days to Die, ihr wisst Bescheid. Tschüss! Tschüss! Tschüss!